Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Classic Review hier auf meinem Kanal und zwar zu WWE WrestleMania 22 Big Time. Ja, diese WrestleMania. Big Time! Genau, äh, wie ihr gerade gehört habt, ist es diese WrestleMania, die einem, ja, einem Mann sehr verbindet quasi und zwar dem Misha. Guten Tag. Ja, 2006. Wir schreiben das Jahr 2006. Meine erste WrestleMania, die ich tatsächlich gesehen habe. Großartig. Ich, ich verbinde mit der wirklich sehr, sehr sehr viele. Ich verbinde mit der sehr sehr viele Verbindungen. Ja, ist auch interessant. <laughs> Aber auf jeden Fall, ich verbinde sehr sehr viel mit der. Ich, es ist immer interessant zu sehen, so wie ich damals so gedacht hatte, weil ich habe mir den pay noch mal angeguckt, so als Retro Feeling mhm. und ja, ich hatte vieles anders da im, im, im äh, Kopf quasi, wie ich es jetzt, wie ich es heute sehe. Und ja, mal sehen. Ja, auf jeden Fall die WrestleMania, die dich quasi auch ein bisschen zum Wrestling-Fan gemacht hat. Wenn man so überlegt, was dann danach alles passiert ist. Bei mir war es SummerSlam 2008, bei John war es Great American Bash 2007 und bei dir <laughs> ist es halt WrestleMania 22. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, so welche Paperwurst her stammen, oder dass wir nicht von gleichen Events her Quasi Wrestling-Fan geworden sind, weil es sie ihn anders verbunden hat. Bei mir war es äh, der Main Event, beziehungsweise ein Mann, der mich verbunden hat. Bei John war es Great Kali. Genau. <laughs> Und wie war es bei dir? Das ist lieblings Lieblingswrestler. Wie war es bei dir oder kommen wir zu dem Match noch? Ähm, eigen, also es war ja nicht mein erster pay per view Mein erster Pay-Per-View war ja No Way Out. Mhm, zu den Kommentaren. Warum sechs? Zu dem kommen wir auch noch ähm, und wirklich. Ähm, ich mochte damals die Heels eher. Ähm, ich weiß, gar nicht, ich überlege gerade, lief es damals auf DSF, Smackdown oder war ich glaube, es lief da auf DSF noch? das kann sein, ich glaube, ja, die fünf, oder glaube schon. Zweiter und T5 nicht, das weiß ich. Ähm, okay. Da lief es, glaube ich, noch auf Smackdown oder bei Stadt Randy Orton. Mark und das konnte ich aber auch nur. Äh, ja ab und zu mal sehen und am Wochenende war ich immer bei meinem Vater dann und da hatte hatte ich Premiere und da habe ich immer Raw geguckt und da war ich halt Edge Fan und Randy Orton Fan das waren so meine zwei Lieblinge damals äh, beide auf der Card und das waren so zwei Leute die mich äh, gerade Randy Orton also ganz besonders Randy Orton das ist so einer meiner all time favorites der hat der hat mich als allererstes von allen quasi sage ich mal begeistert und ja deshalb habe ich mir WrestleMania angeguckt wegen Edge und Randy Orton ja, und letztendlich hat es dich damit auch zum Wrestling-Fan irgendwo her gemacht. Genau. Ja, und das ist sehr, sehr schön. Das ist immer cool, wenn es gerade ein Wrestler hat, besonderen Bezug. das kann man da, wenn es um solche Leute geht, auch nie ganz objektiv sein, weil es halt deine Lieblinge yeah. sind und mit denen auch viel verbindest. Deswegen kann ich zum Beispiel auch Undertaker-Matches nicht ganz objektiv betrachten. Geht einfach nicht. Aber das ist ja vollkommen normal. Ja, dann kurz zu den Eckdaten. WrestleMania das ist bei jedem so. Jeder hat seinen ja. Favorite, den er nicht ganz objektiv bewerten kann. Und das ist auch gut so. Das ist gut so. Genau. Dann zu WrestleMania 22, die Eckdaten. Am 2.4.2006 fandet diese WrestleMania statt. Es ist ein Pay-Per-View, wie man es ja schon kennt. In Chicago, Illinois, fandet es statt in der All-State Arena vor 17.155 Zuschauer. Die Kommentatoren waren. Jim Ross, Jerry Lauder, Joey Styles, Michael Cole und Tess. Und die Byrate waren 636.000. Genau. Ja, eigentlich eine gute Buyrate kann man ja sagen, für WrestleMania. Ähm, natürlich, jetzt sagen wir es, ah, auf der WWE Network gibt es ja mehr, aber wenn man überlegt, dass damals, äh, ich weiß nicht, wie viel hat es in Amerika gerostet, so eine Pay-Per-View? 50 Dollar? Viel, also ich, ja. Also, das, das kostet es heute halt ja immer noch, aber niemand ist so dumm und kauft schon Paper, wie wenn er das Network hat. 54,99 habe ich gehört. Hat sagt doch immer Jerry <laughs> Law, äh, Jim Rodney, JBL sagt das immer, genau. Und, 999. Ja. Genau, 999, ne? Damals gab es das Network ja noch nicht. Äh, und ja. Soviel zu den Eckdaten. Resume 22 und es war auch manchmal auch so, dass man die Paperverse irgendwie so einen besonderen Namen gegeben hat. Und bei Resume 22 war es quasi Big Time und Big ja, Time genau, und das ist für ja, Michael quasi noch besser, deshalb geht er auch da sehr schön ab Big Time übrigens auch ein Theme von Pay -Per View und zwar von Peter Gabriel und schlecht Big Time, genau, dann gab es von das ist ein geiles Lied, ja, dann gab von Michael Williams America the Beautiful, das hat man ja immer traditionell bei jeder WrestleMania, wo es irgendwie immer America the Beautiful gesungen wird, nicht bei jeder und es gab das beste Lied Mhm. Ja, sag. Äh, von Shinedown I Dare You. Das war das beste Lied von WrestleMania. Das war richtig gut. Also von WrestleMania 22, jetzt nicht ever, also, aber von ja. WrestleMania 22. Das war richtig gutes Lied. Ja. Richtig, richtig gut. Fand ich auch gut. Da würde ich mal sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Match an. Und zwar das World Tag Team Title Match zwischen Kane und Big Show gegen Kalite und Chris Masters. Das Match hatte ich ziemlich gut in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. <laughs> ähm, weil, ja, ich weiß nicht warum. Ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe es gesehen und ich fand es auch nicht schlecht. Also Kalito und Chris Masters waren ja ein kurzzeitiges tech team Die hatten, ja, eine ja gut, ein tech team waren sie nicht. Sie hatten eine kurze Allianz ähm, schon seit New Year's Revolution, wo sie erst im Elimination Chamber Match gegen Cena zusammengearbeitet hatten wo sie sich aber dann gesplittet haben, weil Kalito gegen Chris Masters geturnt ist, dann hatten sie sich wieder zusammengerauft im Royal Rumble und da hat aber Kalito auch wieder Chris Masters hintergangen und rausgeschmissen und hier haben sie sich wieder zusammengerauft und ja am Finish hat man dann gesehen, ähm, da hat nämlich Chris Masters Kalito unabsichtlich getroffen und da gab es wieder Streitigkeiten zwischen beiden und dann kann man ja auch schon mal sagen, gab es dann das entscheidende Match quasi in der Fehde bei Backlash zwischen beiden. Genau, Backlash 2007, was auch kein schlechter Pay-Per-View war. Ne, oder ne, nee, 2006 war es, ne? Ah, ne, 2006 habe ich nicht mehr ganz ja. in Erinnerung. 2007 habe ich in Erinnerung, 2006. Ähm, nicht mehr war ein ganz guter Pay-Per-View eigentlich. Also, der Main Event war ziemlich stark. Triple H gegen John Cena gegen Edge. Äh, ah, es gab ja. Shelton Benjamin gegen AVD. Das war ziemlich gut. Ah, doch, McMahon gegen Shawn Michaels und Gott. Was absolut göttlich. Okay. Ach stimmt. Ähm, ja, doch, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Doch, ich kenne das. Was Gibt's hatten wir noch? Wir ja. hatten ja Kalido gegen Chris Mathers, wir hatten Mickey James gegen Trish Stratus, das Rematch. Mhm. Ähm, und Kane gegen Big Show hatten wir. Die <laughs> haben sich auch gesplittet. Das war ja dann diese ganze May 19 Geschichte, wo Kane abgerastet ist backstage. Ja, und wo es dann auch... Äh, war es da nicht mit Fake Kane oder sowas? Naht? Genau, der, der kam aber erst... Ähm, glaube ich bei einer Raw-Ausgabe. Zu dem ging es dann, glaube ich, zu Vengeance in so einem Match. Ganz interessant Vengeance dazu. Ähm, Fake Kane war damals Festes, den man heute als Luke Gallows kennt. Nur so als Erster. Wenn man es überlegt, kann man sich nicht ganz vorstellen. Ja. Aber gut, zum Match nochmal selber. Ich fand das Match auch nicht schlecht. Melzer hat dem Match ein Dreiviertel gegeben, finde ich bisschen übertrieb, also ein bisschen zu wenig, äh, war jetzt nicht schlecht. Es ging halt nur sieben Minuten, auf die Zeit war es okay. Das war jetzt nichts Gutes, aber die es war okay. Ja, ja also absolut sage ich auch, also für die Zeit war das absolut okay. Genau. Dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match und zwar das Money in the Bank Ladder Match. Es ist das zweite Money in the Bank Ladder Match. Was es jemals stattgefunden hat. Bei WrestleMania 21 gab es das erste Money in the Bank Ladder Match. Hier gab es das zweite. Früher war es ja da so, dass es jedes Jahr bei WrestleMania immer ein Money in the Bank Ladder Match gab, bis WrestleMania 26. Danach gab es halt den Pay-Pay-Money in the Bank. Und dann wurde es da immer wieder veranstaltet. Und ja, hier die äh, Teilnehmer waren Finn Baylor, Bobby Lashley, Matt Hardy. Finn Baylor? Hä? Äh? Finlay? Finn du hast gerade Finn Baylor gesagt. Ach, Scheiße. Ja, okay, Finn Baylor <laughs> natürlich. Nee. Finn, Finlay. Das ist komisch, wenn du Finn sagst, ne, dann denke denk ich immer an Finn Baylor irgendwie. Habe ich echt Finn Baylor gesagt? Du hast gerade Finn Baylor gesagt. Du hast Finn Baylor, Bobby Lashley. Ja gut, das sollte eigentlich nicht passieren, aber na ne, gut, wir sind ja auch nicht perfekt. Dann nochmal Finn Lay, Lashley. Matt Hardy, Rob Van Dam, Rick Flair und Shelton Benjamin. Äh, Melzer hat vier Sterne verteilt. Würde ich zustimmen. Ich fand das Match auch ziemlich gut. Ähm, Problem an dem Match war, dass man viele Leute reingesteckt hat, die nicht zu der Stipulation passen. Also ich sag mal so, Bobby Lashley ist halt nicht so ein Typ, der halt so... Also so ein Ladder-Match, so ein multi ladder match ist ja immer dafür bekannt, dass es halt Spots gibt. Und das sind halt Bobby Lashley und Finlay und Rick Flair sind da eher deplatziert und Matt Hardy zu gewissen Teilen auch, wobei, na nee, eher eher nicht. Nee. Ähm, aber die Hälfte des Matches war eher deplatziert, sage ich mal. Ähm, aber man muss sagen, für das, dass die Leute anfangs nicht gut reingepasst haben, sage ich mal, hat man das gut kompensiert und man hat die gut in Spots eingebunden. Rick fucking Flair hat erstmal einen Superplex von der Leiter gekriegt und ist komplett ausgemarkt und wird abtransportiert. Ähm, Kann man auch Benjamin hat diesen. Kam auch wieder, ja. Ja, ähm, ja was gab es sonst noch? Rob Van Damme hat einen feister Frog-Slash von der Leiter gezeigt. Äh, Shelton Benjamin hat, glaube ich, einen Summersault gezeigt nach draußen. Äh, Finlay hat, glaube ich, nichts Besonderes gemacht. Doch, der hat die Shillelagh ausgepackt und jemanden von der Leiter gehauen. Ähm, ja, also jeder hat so ein bisschen seine Spots gehabt und war ein gutes Leitermatch. Das stimmt, war ein starkes Leather-Match. Ähm, ja, war gut für die Zeit. Ähm, ja. RVD, mit Hardy und Sheldon passt meiner Meinung nach super ins Match rein. Äh, Finde Lashley und Riffle ein ja. bisschen weniger. Ähm, aber auch trotzdem für die Zeit und alles sehr, sehr gut. Und der Sieger war ja letztendlich Rob Van Dam. Der dann auch ein ziemlich gutes Match hatte, was ich vorhin angesprochen hatte, bei ähm, Backlash. Rick Flair ist übrigens gegen Umaga gegangen, der kurze Zeit später bei Raw debütiert ist. Matt Hardy hatte nichts zu tun, weil er halt bei SmackDown war. Genauso wie Finn und Bobby Lashley. Das war wahnsinnig beim Raw Pay-Per-View Backlash. Richtig, genau. Dann hatten wir, wo wir gerade bei SmackDown waren, JBL gegen Chris Benoit. Ich noch ganz kurz eingehen, was mit R.V.D. passiert ist danach, also mit dem Cash-In. Das denke ich auch mal ganz interessant. Ja, er kam bei einer Raw-Ausgabe raus und hat äh, John Cena herausgefordert für ein Match. Ähm, und zwar sollte das dann stattfinden bei ECW War Night Stand 2006 im Hammerstein Ballroom. Und wie das ausgegangen ist, denke ich, kennen wir ja alle. Ja, und wie es John Cena da ergangen ist, das weiß auch jeder. Fand ich ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Aber na, Absolut. Ja, gut. man musste schon lachen und schmunzeln. Ja. Ähm, auf jeden Fall, AWD. Und was das Besondere daran ist, das muss man auch dazu sagen, normalerweise ist es ja so, und wenn man die nächsten Jahre so sieht, ist es eigentlich untypisch, dass man ein Match vorher ankündigt als Mr. Money in the Bank. Normalerweise geht man überraschend rein, casht ein und so weiter und so fort. Hat also immer ein Überraschungsmoment. Und ne? diesmal war es einfach mal so, ein ganz normales Match und AWD war der erste und ich glaube auch der einzige Wrestler, der seinen Koffer normal in einem Singles Match eingelöst hat, ohne vorher Eingriff oder sowas in Art und auch gewonnen hat. Natürlich nicht clean, aber er hat gewonnen. Ja, das stimmt sogar. Ja, Damien Sender und Santina haben verkackt. Genau. Damien Sender auch. Ja, genau. Von daher. JBL ja. gegen Chris Benoit war dann das nächste Match. Ähm, ging um den US-Titel. Und war auch ein recht ansehnliches Match, fand ich. Äh, JBL war natürlich über seinen Zenit schon hinaus. Der hatte ja seine Hochphase 2004, 2005. Chris Benoit war immer noch ziemlich gut, war aber auch schon aus seiner besten Zeit raus und ja, war ein solides Match, was da rauskam. Ja, zwei, drei Viertel hat Melzer gegeben. Ähm, JBL war unter Begleitung mit Gillian. Hm? Würde ich zustimmen. Ja, das geht. Ich würde noch drei vielleicht noch geben. Das würde ich geben, wahrscheinlich diesem Match ähm, mit Jillian Hall in Begleitung von JBL. Ja, Jillian Hall, naja. Ich sag mal lieber nichts dazu zu ihr. Ähm, ja, Hat, ganz dicke hm? Hat ganz schön dicke Dinger. Hat ganz schön dicke Dinger. Ja, kann man auch so sagen. Äh, ja, das Match war für die Zeit nicht schlecht. Ähm, beide waren nicht in ihrer Bestform. Weil sie halt schon älter wurden, Jahre kamen und so weiter und so fort. Ähm, haben natürlich schon ihre großen Momente gehabt, deshalb ist es nicht so schlimm. Um, ja, das Match war trotzdem für die Zeit gut und JBL war neuer United States Champion und Chris Benoit hat seinen US-Titel verloren. Genau. Um Was man auch dazu sagen kann, dass Chris Benoit im nächsten Jahr seinen US-Titel hatte, us title match und das gewonnen hat und damit der erste Wrestler ist, der seinen US-Titel verteidigt hat und für lange Zeit der Einzige, bis Kalisto kam. Ach so, das meinst du, ah ja, 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 genau. Ähm, nächstes Match, Match of the Night, ähm, Edge gegen Mick Foley, Hardcore Match. Exzellentes Match, ähm, großartig. Äh, so viele Spots, Lita war natürlich mit am Ring bei Edge, ganz klare Sache. Wir hatten ähm, alles eingesetzt, wir hatten Backblech eingesetzt, wir hatten äh, ein Stoppschild gegen Mick Foley eingesetzt bekommen, wir hatten natürlich ein Spear von Edge gegen Mick Foley äh, bekommen wo Mick Foley dann entblößt hat, dass er sich mit Stacheldraht eingewickelt hatte, weil er diesen Spear schon kommen sehen hatte. Er hat dann Edge mit dem Stacheldraht ein bisschen vermöbelt, hat ihn mit dem Baseballschläger mit Stacheldraht vermöbelt und äh, mit Reißnägeln natürlich gab es einen Backbody Drop rein und ja, der Baseballschläger ist ihn dann am Ende zum Verhängnis geworden. Lita hatte außerhalb des Rings einen Tisch angezündet, hatte Mick Foley mit dem Baseballschläger geschlagen und Edge kam dann vom Ring quasi mit einem Spear gegen McFoley nach draußen durch den brennenden Tisch geflogen. Auch einen der Spots, den man heute immer noch in so Highlight-Clips oder so sieht, wenn es um WrestleMania geht. Und ein grandioses Match. Auch ein verdammt starkes Match. Melz hat diesen Match, ähm, Moment. Vier, vier Sterne. Sterne gegeben. Würde ich, ich würde mehr, mehr geben. Ja, ja genau. Ähm, Viereinhalb mindestens. Ja, 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 doch, doch, doch. Würde ich auch so sagen. Äh, ja, Mick Foley zeigt mal wieder, warum er die Hardcore-Legende ist. Schlechthin. Wenn man sieht, was der Mann für Spots eingesteckt hat. Und das hat Hedge auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Ähm, Gerade dadurch, dass er halt ein bisschen von Sner gebraid wurde. Äh, jetzt wieder quasi mit McFawley quasi super gepusht wurde. Und diesen Spot ist, mit dem Tisch ist einfach ein Spot, den man nie vergessen wird. Äh, ein richtig kranker Spot auf jeden Fall. Also. Der hätte einiges schief gehen können. Gerade wenn man überlegt, dass Edge mit Kopf, also mit Kopf nach vorne, einfach durch den Tisch reinfliegt. Das ist auch nicht ganz ohne. Also man merkt schon, dass beide harte Brocken sind und auf jeden Fall Respekt für beide. Gerade an McFawley für diese Spots, die sie eingesteckt haben und gerade natürlich für den Endspot. Wie ich es vorhin erwähnt hatte, Edge ist weitergegangen und ist bei Backlash gegen, ähm, äh, gegen, gegen äh, Triple H und John Cena angetreten und. Später dann zusammen sogar in Tag Team mit Mick Foley gekommen, wo Mick Foley dann quasi rauskam und gesagt hat, er hat äh, Respekt vor Edge, er hat mich besiegt etc. Die sind dann haben ein kleines Tag Team Match dann gehabt oder so ganz ziemlich gutes Tag Team Match bei One Night Stand 2006 gegen Terry Motherfucking Funk und Tommy Dreamer Tag Team Hardcore Match, ziemlich gutes Match auch und da gab es einen ähnlichen Spot, also da ist Mick Foley auch mal wieder durch Stacheldraht geflogen. Ja, man ja. merkt schon, dass McFawley auf jeden Fall keine Schmerzen kennt. Und ja, wie genau. gesagt, schönes Match. Stark. Äh, schön, dass Edge gewonnen hat mit dem Endspot, natürlich hatte letztendlich die Entscheidung dafür gesorgt und hat dieses Match gewonnen. Sehr schön. Gut, das nächste Match ähm, ja, äh, kann man, denke ich, ganz schnell abhaken. Wir hatten den Boogeyman gegen T und Chamel. Ähm, ja, äh, T und Chamel hatten Angst vor dem Boogeyman, weil er ekelhaft war. Und boogie hat das Match gewonnen. Und hat Chamel und Bogati Würmer ins Maul gesteckt. Ja. Ähm, ein Stern. Göttlich. hat Melzer gegeben. Ja. Ein Stern ja, oder minus ein Spiel. oder minus ein Stern sogar, sehe ich gerade. Minus fünf Sterne. Oder minus fünf Sterne, nein, minus ein Stern hat Melzer gegeben. Also ja, war nicht Bombe und ich Find's fand's gut. auch nicht gut. Also, das war nix für mich. Also, mir hat es nicht gefallen. Dann hatten wir. Ja. Ja, mir hat es nicht gefallen. Ja, es ja, war, war nicht gut. Es war nichts. Gehen wir dann gut. zum nächsten Match, wie du schon gesagt hast. Und zwar das WWE Women's Title Match zwischen Trish Stratus und Mickey James. Äh, schönes Match. Beide hatten auch eine schöne Feder am Laufen. So, Mickey James, ähm, am Anfang so als Fan quasi zu Raw gekommen. Ähm, ist immer quasi äh, krasser rangegangen, sage ich mal, an Trish Stratus. Trish Stratus ist dann halt zu viel geworden, hat sie immer wieder zurückgewiesen. Mickey James wollte das nicht wahrhaben, hatte sich dann sogar in Trish Stratus verliebt. Also man ist die lesben gefahren ein Stück weit und dann kam die beste Mickey James-Phase aller Zeiten, wo sie halt richtig zum Psycho geworden ist und das hat man hier perfekt aufgespielt in diesem WrestleMania-Match. Ähm, sie hat zum Beispiel, ja, das Finish war auf dem Network rausgeschnitten. Ähm, bei mir auf der DVD daheim auch. Das eigene, eigentliche Finish war ja, dass äh, Mickey James Trish in den Schritt gegriffen hatte. Mhm, ja. ähm, und quasi die Finger dann abgeleckt hat. Das wurde rausgeschnitten und hat dann ihr dann den Chick-Kick verpasst und hat sie dann gepinnt bis drei. Das war rausgeschnitten. Ähm, und ja, war ein ziemlich gutes Match. Mickey James wurde schön. Was wurde rausgeschnitten? Jetzt nur nur der Griff in die Eier. Oder was weiß ich? In die nicht vorhandenen. Ich, also. glaube, die sieht, ich glaube, das sieht man sogar. Also auf DVD habe ich das gesehen. Ich das auf, auf DVD habe ich das gesehen, aber nicht mehr das Ablecken der Finger. Ich glaube, das wurde auf Also, jeden das habe ich gesehen. Also, ich habe komplett un, unzensiert gesehen. Quasi. Auf Network? dem Network? Nee, nicht auf dem Network. Ich habe hab mir Also, auf den, als ich es auf dem Network angeguckt habe. Illegal. Hab. Oh, oh, oh. Hm? Illegal. Also, nee. Auf den, als ich es auf dem Network gesehen habe, war es nicht drauf. Aber irgendwie. Ah, ja, genau. Ich, ich weiß nicht. Mehr. Also auf dem ja, auf war's nicht DVD war es, glaube ich, bei mir drauf. Also auf meiner dvd also, genau. also ich habe mir auch mal eine DVD mal ausgeliehen von WrestleMania 22 und da war es drauf. Also ich hatte es. Ja, gut, dann war es auf DVD wahrscheinlich drauf. Weil es der ich hat mir die DVD 2006 gekauft. Da war die WWE halt nur RPG. Genau. Also da wird es wahrscheinlich nicht geschnitten gewesen sein. Ja, das ja war aber auch, das war ein gutes heiß. Match. Ja, es war absolut gut. Beziehungsweise hat er einfach zum Charakter von Mickey James gepasst. Ja. Genau, und das Match hat Melzer, kann man auch noch ganz kurz sagen, zwei Sterne geben, würde ich mehr geben. Meiner Meinung nach. Genau. Ja. Ich fand das Match echt gut und gerade für die Zeit, natürlich gab es mal Trish gegen Dieter, das ist klar, oder, also quasi Dieter, Trish, und Mickey James waren so quasi die besten. Women's Wrestlerin von der WWE damals und das war ja eigentlich üblich, dass die Women's Matches teilweise immer scheiße waren, eigentlich so ziemlich und es ab und zu mal Matches gab, die gut waren und das gehört dazu. WrestleMania 22, das Match kann man sich auf jeden Fall ansehen. Die Story zwischen den beiden fand ich ziemlich cool, äh, sehr, sehr interessant auf jeden Fall, dass man auch in diese lesben gefahren ist. Da natürlich in der damaligen WWE kann man sagen, da sind die gefühlt in alles reingegangen, weil sie einfach alles gemacht haben, was auch cool war. Äh, heutzutage. <laughs> <man sowas> <laughs> ja, genau. Und heute äh, wird man sowas jetzt nicht mehr machen. Deshalb hat man es auch wahrscheinlich auch rausgeschnitten. Was ich ein bisschen dumm finde, dass man das einfach zensiert. Verstehe ich nicht ganz. Äh, Gerade wenn man überlegt, dass damals einfach TV14 war. Und da soll man es einfach auch. Ich glaube, da steht sogar vor Also, es ist ja immer so, wenn man auf das Network drauf geht und dann quasi eine Show guckt, dann kommt ja immer das Anzeichen äh, S für Sexual oder TV14 oder PG TV und wenn da steht TV 14, dann soll man auch einfach TV 14 lassen und nicht äh, TV 12 oder sowas eine Art machen. Also, das ist meine Meinung halt zu dem. Auf jeden Fall hat sie halt gewonnen. Women's, neue Women's Champion. Es ist auch ihr erster Titel gewinnt. Und ich glaube auch, damit hat sie auch Trish Stratus, soweit ich das in Erinnerung habe, auch an einen langen Women's Title Run abgenommen. Muss ich mal ganz kurz mal nachgucken. Äh, den ja. Äh, ja. Also auf jeden Fall eine lange... Regentschaft hatte Trish Stratus. Ähm, sie ist ja die längste Women's Championess. 448 Tage. Genau, 448 Tage, was auf jeden Fall die längste Titelregentschaft war äh, überhaupt oder ich weiß nicht überhaupt, aber auf jeden Fall ist sie die längste Championess. Überhaupt, ja. Weil ähm, Fabulous Moon zählte nicht, weil es war der NWA-Titel und nicht der Women's-Titel. Ähm, Sensational Sherry kam mal nah dran mit 440 Tagen oder 441 viel mehr. Mm, genau. Äh, um, auf jeden Fall Trish Stratus ist Trish die längste Titelträgerin. Genau, und Mickey James hat quasi zweit, also quasi diejenige, die halt Trish Stratus besiegt hat. Und ja, Mickey James heutzutage, soll ich was bei TNA oder nicht mehr? Ich weiß nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr, okay. Ähm, ja, Mickey James, ja. Bin ich immer noch eine gute Wrestlerin. Also, ich fand sie damals gut, wie sie heute ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich find sie noch. Ich mag sie. Das nächste Match war scheiße. Äh, hätte Shane gegen Undertaker nicht gesehen, wäre das für mich das schlechteste Match. Aber ja, ich habe noch ein schlechteres gesehen dieses Jahr. Ganz toll. Das Match war kacke. Undertaker gegen Ma äh, Mark Henry. Casket Match. Ja, das das habe ich damals schon scheiße gefunden und ich finde es immer noch scheiße. Ja, das war für mich mein Match of the Night. Ich gebe diesem Match 5 Sterne. Das war ein unglaubliches Match. Die Story war richtig geil. Mark Henry war damals in seiner Hochzeit. Der Undertaker war einfach ein Gott im. Na gut, das war jetzt irgendwie ein bisschen Ironie, natürlich, klar. Ähm, ja, zum Match. Ich finde nicht ganz scheiße. <laughs> äh, ich finde es okay. Also, es ging. Also, ich würde jetzt nicht sagen, es war jetzt das schlechteste Match. Dafür fand ich Brock Lesnar und. Shane McMahon viel schlechter. Äh, hat auch auf diesen diesem Match ein, ein halb gegeben. Also das Match wurde schlechter ich bewertet bin. als Shane gegen Taker. Ja. Um einen ganzen Stern. Genau. Und ja, deshalb, ich fand es nicht so schlimm. War okay. Ähm, ja, wahrscheinlich da ist schon wieder. Die Objektivität wieder gefragt. Ne? Ich kann nicht ganz. Man kann es immer nicht ganz bewerten, wenn man ein Taker Fan ist und so und fort. Ähm, ja, Taker hat gewonnen, hat Mark Henry in den Sarg reingeschmissen und damit das Match gewonnen. Es gab noch einen, ähm, ja, Sprung nach draußen vom Taker. Also diesen Dive von Taker, der auch sehr geil aussah, ähm, den Am er gemacht mal hat. Bei WrestleMania. Was ist das erste? Ja. Hat er nicht bei 14 gegen Kane nicht noch mal gezeigt? Ich glaube, gegen Kane hat er den schon mal gezeigt, bei 14. Der hat den doch gegen Kane in dem Dingsmatch gezeigt, im Inferno-Match ja, oder Ja, im Inferno-Match hat er es auf jeden Fall gezeigt, bei Unforgiven. Aber bei WrestleMania weiß ich noch, dass er drüber gesprungen ist, aber ihn nicht getroffen hat. Er ist an kommentatorenboot reingeflogen. Das weiß ich ja? noch. Ja, gut. Dann. Mal, ja, du wirst ja wissen. Bin ich mir nicht ziemlich sicher, also das zweite Mal, aber ist ja egal. Äh, auf jeden Fall nach langer Zeit hat er das mal wieder gezeigt was ja dann mittlerweile Tradition wurde, dass er das dann bis 8 nee, bis 27 das dann gezeigt. Nee, 6 hat er den 27 mal gezeigt. Der hat bei 29 den auch gezeigt gegen Punk. gegen Punk gezeigt. Gegen Lesnar hat er nicht gezeigt. Gegen Lesnar hat er nicht gezeigt gegen ich bin mir sicher gegen Punk hat gegen er nicht Punk meint ja, angetäuscht, er aber ja den angetäuscht. Und im Hell in the Cell Match bei 28 ging schlecht. Ne, 27, weiß ich, ob ich das gezeigt hat. 26 war ich auf jeden Fall, dass das gezeigt hat. Ja, da auf jeden Fall. 27 auch gegen Triple H. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich schon. aber ich glaube, 27 ist war ja letzten, egal. Ist ja egal, auf jeden Fall. Also, er hat die nächsten Jahre, das war so eins seiner Markenzeichen, diesen Dive, weil er den nicht oft gezeigt hat. Eigentlich nur bei WrestleMania. Eigentlich nur bei WrestleMania, ja. Ab, nur beim Inferno-Match, glaube ich, war es, wo das mal gezeigt hat, aber sonst hat er es selten gezeigt. Ähm. Beeindruckend auf jeden Fall bei seiner Größe sowas zu zeigen. Ähm, und da hat es auch hier gezeigt über den Casket. Dann äh, gab es den Tombstone vom Taker gegen Mark Henry. Äh, was auch, ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wo das mal gezeigt. Das war, glaube ich, wo er mit Kurt Engel zusammen waren, so einem Tag-Team. Kurz vor No Way Out, glaube ich. Ähm, wo er das gezeigt hat, wo ich echt geflasht war, als er den gezeigt hat gegen Mark Henry, wo ich echt sagte, wow! Ist der stark. <laughs> so als Kind. <laughs> Habe ich so gedacht. Also da war ich echt beeindruckt. Und finde es immer noch krass, dass er so einen Tombstone gegen Mark Henry gezeigt hat, weil das ist nicht ganz so einfach. Gut. Gehen wir äh, weiter. So, so viel dazu. Wie gesagt, Take hat äh, gewonnen. Hat die Serie auf 14 zu 0 ausgebaut. Und ja, es folgen noch ein paar weitere Siege. Re nee, Shawn Michaels gegen Vince McMahon. No Hold the Board Match. Ähm, sehr, sehr gutes Match. Fand ich. Es war natürlich die totale Zerstörung von Vince McMahon. Zu, wobei am Anfang saß es nicht so danach aus. Es war am Anfang sogar gut. Shawn Michaels hat Vince McMahon ziemlich hart aufs Maul gehauen. Ähm, dann kam Shane McMahon und die Spirit Squad hinzu. Und da konnte dann Vince McMahon auch ein bisschen was zeigen. Hat dann Shawn Michaels auch gut zugesetzt. Shawn Michaels konnte sich dann aber befreien, ähm, als er in den Kiss My Ass Club einge ähm, aufgenommen werden sollte konnte das hat dann Shane McMahon aufgenommen in den Kiss My Ass Club, ähm, hat dann Shane McMahon ans Ringseil gekettet und hat dann halt Vince McMahon total getötet. Und ja, war eigentlich ein Squash langgezogen, da kann man sagen, aber es war sehr, sehr geil. Es wurde Vince McMahon sowas von fertig gemacht, er hat eine Leiter abgekriegt, er hat Stühle abgekriegt, Kendo-Stick hat Shane McMahon abgekriegt, ähm, dieses, dieses äh, Cover von Muscle and Fitness, ähm, Magazin, wo Vince McMahon drauf war, hatte er mit und hat es Vince McMahon auf den Kopf gehauen. Er hat ihm eine Mülltonne auf den Kopf gehauen und natürlich zum Ende hin der große Spot von der Riesenleiter durch äh, den Tisch, den Elbow Drop ähm, auf Vince McMahon, der Müll, einen Mülleimer über den Kopf hatte. <laughs> also es war echt unterhaltend. Also das war echt nur ein reiner Squash für Vince McMahon wie immer gefühlt. Also Vince McMahon wird Barry Man nur gesquashed. Ähm, 26 zum Beispiel. Ähm, und war auf jeden Fall ein schönes Match. Ja, das war scheiße. <laughs> ja. Äh, war ein schönes Match sehr unterhalten. Shawn Michaels hat auch am Anfang noch Heat bekommen, soweit ich das mitbekommen habe, soweit ich das ge gemerkt habe. Am Ende hat er, wurde er natürlich bejubelt, weil es einfach Shawn Michaels ist. Ähm, er hat am Anfang kein Heat bekommen. Echt nicht? Also ich habe zumindest äh, nee. Berufe be gehört. Echt nicht? Das würde ich ja mal ganz stark bezweifeln. Na gut, dann nicht. Ähm. Ja, ist ja egal eigentlich. Ich habe es nur zumindest in Erinnerung gehabt, aber ist ja egal. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Shawn Michaels wurde wie gesagt immer bejubelt, weil er einfach Shawn Michaels ist und einfach großartige Leistung zeigt. Vince McMahon wurde es gesquasht. Melz hat diesem Match 3, drei, Moment, 3,5 gegeben. 1,5. Genau, ja. dreieinhalb Sterne. Ja, kann man geben. Kann ich zustimmen, war gut. Gut. Cool. Dann kam etwas, ähm, was wirklich sehr, sehr kurz war, leider. Leider, Kurt Henkel, der World Heavyweight Champion gegen den Roy Rumble-Sieger Rey Mysterio, gegen Randy Orton, der Rey Mysterio bei No Way Out besiegt hatte, um in dieses Match reinzukommen. Beziehungsweise, ja, wurde gescrewt, Randy Orton. Ja, ähm, und es ging ja bei dem Match rum. Er hat Rey Mysterio gereizt mit Eddie Guerrero, ähm, hat gesagt: ja, keine Ahnung, Eddie Guerrero ist in der Hölle und bla. Und Rey Mysterio wollte sich rächen und. Randy Orton hat gesagt, ja gut, kannst du machen bei No Way Out, aber du setzt dein Titelmatch aufs Spiel und Ray Mysterio hat verloren. Also hätte es normalerweise das Singles Match gegeben zwischen Randy Orton und Kurt Angle, aber weil die WWE scheiße ist, ist Ray Mysterio noch reingekommen ins Match. Ich fand's gut, dass Ich hatte das so einen Hass ist. auf Ray Mysterio. De Echt? Randy Orton war einfach mein Liebling damals und Ray Mysterio ganz ehrlich, hat ja den Titel auch nur geholt, weil, Re weil Eddie Guerrero gestorben ist. Das wow. war einfach so. Ja, ja so hätte Randy Orton den Titel gehabt. Ich hatte so einen Hass auf Rey Mysterio. <laughs> okay, jetzt solche Erinnerungen. Aber das Match hier. war gut. Ja. Ähm, ähm, gab schön hab... hm? ja. Double German Suplex zum Beispiel. Äh, war gut. Ja, schön. Der 6-1-9, der gebotscht wurde von Rey Mysterio. <laughs> wie der da ja. weggerutscht ist. Aber trotzdem das noch gut gemacht hat danach. Ähm, kann man sagen. Also, wo er, ich glaube, das war gegen. War das nicht gegen äh, Engel, wo das gezeigt hat? Ähm. Ähm. Um, ja. Genau. Und sonstige Sachen. Also, es gab super äh, Aktionen, richtig geile Sachen. Ähm, ich war hier für Ray Mysterio. Ich wollte, dass der den Titel gewinnt, weil ich war auch irgendwie so ein kleiner. Ich war da auch schon. Das war, glaube ich, so eins der. Ja, nach den Taker, wo ich mir das angeguckt habe. So. Ray Mysterio, so der nächste, den ich mir so ein bisschen angeguckt habe, weil ich halt einiges von ihm gehört habe. Nein. Ähm ja ich sag's lieber nicht zu Randy Orton ein Spaß ähm, wie gesagt ich war ein kleiner Mysterio Fan und ja habe dann mir auch die Sachen angeguckt dann halt WrestleMania 22 der Main Event äh quatsch nicht der Main Event den das World Heavyweight Title Match und war auch komplett auf der Seite von Rey Mysterio ich wollte dass er den Titel gewinnt so als kleiner Underdog ähm, ja war auch Royal Rumble Sieger war im war im längsten Rumble drin kann man auch noch so, so viel dazu sagen das war so lächerlich ja, das, der, also das war wirklich lächerlich, dass der mit der Nummer 1 reinkommt und es verkackt mit der Nummer 2. Entschuldigung, ja. mit der Nummer, nee, mit der Nummer 1 sogar mit der Nummer 1 kam er rein. Nummer 2 war Triple H. Ähm, es war so lächerlich, dass er da eine Stunde im Match war und trotzdem gewonnen hat. Gegen Randy Orton, der als glaube ich als 30 sogar kam oder so. Und <laughs> gegen den hat er gewonnen. Das war so lächerlich. Fuck, Randy Ja gut, ne, das ist mal ein Rage-Out, <laughs> also ich fand's damals geil, als er gewonnen hat, also ich hab's gefeiert, ähm, wo er gewonnen hat, und ich war auch, glaube ich, für ihn, ich war auch für ihn, natürlich, ähm, Randy Orton hat Remister ein bisschen unterschätzt, also, jetzt würde ich als Mark mal sagen, ja, selber schuld, wenn Randy Orton Remister unterschätzt, ne, <laughs> Nee, ähm. Auf jeden Fall, Rey Mysterio hat den Rumble gewonnen, hat dadurch die Titelchance äh, bekommen, weil äh, Teddy Long angekündigt hat, dass es trotzdem ein Triple Sweat Match geben wird. Ich ähm, bin ich ein Idiot. Nee, war die richtige Entscheidung. Hala, hala, hala. Ähm, ja, das Match und Rey Mysterio zeigt in den 9 gegen Randy Orton, zeigte in den West Coast Pop, den er auch danach nicht mehr oft gezeigt hat, gegen den Legend Killer, und wurde neuer World Heavyweight Champion und hat damit seinen größten Erfolg in der Karriere gefeiert. Playboy Pillow Fight Tori Wilson gegen Kenneth Michelle war ganz nett anzugucken, war aber kein gutes Wrestling war Scheiße, sah halt nur ganz nett aus. Ja, kann ich auch Gehen so zum zustimmen. Event. Moment, vorher will ich noch zum anderen Match noch kommen, ähm, zum Titelmatch noch kurz. Brauchst du brauchst deine Meinung nicht zu äußern, wir wissen alle, dass du nicht erfreut warst. Aber ich war auf jeden Fall sehr, sehr glücklich danach, hab mich auch gefreut für ihn. Äh, ja, natürlich weiß man alle, warum er es getan hat. Aber letztendlich hat er den Titel gewonnen, hat er sich auf jeden Fall auch verdient, meiner Meinung nach, dass er World Heavyweight Champion ist. Ähm, Wurde es auch nicht lange, ich glaube bis Great American Bash hat er den Titel an T verloren. Und T hat, hat, hat den Titel dann an Batista abgegeben. Batista war auch vor Kurt Angle der Champion, weil ich glaube, Batista wäre noch länger Champion gewesen, aber der hat sich ja verletzt. Er ah, hat den Titel ja abgegeben, ja, genau. Und da genau, kam ja die Battle Royale äh, mit nur Smackdown-Leuten eigentlich, aber Kurt Angle kam dann überraschend rein und ist dann ja von Raw zu Smackdown gewechselt. Genau, hat dann den World Heavyweight-Titel gewonnen, glaube ich, sein erster Titelgewinn. Also, erster Mal World Heavyweight-Champion, natürlich war er schon mal WWE champion das ist klar. Und ja. hat dann den Titel beim Rumble gegen Mark Henry verteidigt, dann beim No Way Out gegen den Taker verteidigt und halt bei Wrestlemania äh, ja hat er den Titel quasi an Rey Mysterio verloren war auch nicht schlecht äh, war cool also ich fand's gut dass man Rey Mysterio den Titel gegeben hat auch keinen langen Title Run weil ich glaube ein längerer Title Run hätte es nicht ganz glaubwürdig, gemacht weil wie gesagt man hat ein bisschen die Underdog Story aufgebaut und ich fand die Story halt gut äh, natürlich weiß man natürlich die Umstände warum es passiert ist klar aber letztendlich hat man es gut gemacht und Randy Orton ich sag mal so groß geschadet hat ihm dieses Match ja nicht, würde ich mal sagen, weil er hat ja auch noch einige Titelgewinne gefeiert. Ähm, was man auch noch ganz kurz erzählen kann, war ja, das hat ja Kurt Engel ja in dem Interview erzählt, dass es ursprünglich wollte der Taker ein Match gegen Kurt Engel bei Wrestlemania haben. Ja. Genau. Oh, aber das gab es ja bei No Way Out. Ja, genau. War welch klasse also, das Match. Auf jeden Fall. Über jeden Paper, wir werden wir auch noch mal sprechen, das kann man auch noch ganz kurz ankündigen. Äh, wir sollen nicht so viel ankündigen. Das fällt mir auch gerade auf. Aber ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, Kurt Engel ne, der Taker hat gesagt, er möchte gegen Kurt Engel kämpfen, weil er unbedingt ein 5-Star-Match haben möchte. Also so einen großen Moment haben möchte bei WrestleMania. Weil seine WrestleMania waren zwar nicht schlecht, aber er hat nie dieses 5-Star-Classic-Match gehabt. Was er immer wollte. Das war also sein Wunsch. Und er meinte, der Einzige, mit dem es möglich sei, war Kurt Engel Was natürlich auch irgendwo stimmt, weil Kurt Engel war ja auch. War, ist einfach einer der besten Techniker der Welt. Kann man ja so sagen, wie es ist. Und ja, Kurt Engel war natürlich geehrt. T Vince wollte es nicht. Taker doch gemeint. Oder beziehungsweise Kurt Engel wollte, oder Vince wollte, dass Kurt Engel noch Champion bleibt. Was auch unlogisch ist, weil er den Titel da verloren hat. Nur so als äh, kleiner kein Hintergrund. Und dann hat der Taker dann auch gesagt, okay, dann gibt ihm die Streak. Also er wollte die Streak ursprünglich Kurt Engel geben, beziehungsweise auch. Randy Orton früher. Ähm, ja bei Wrestlemania 21. Wollt, genau, wollte es ursprünglich geben, äh, hätte natürlich Randy Orton mega gepusht, klar. Ähm, Randy Orton hat es aber abgelehnt. Ja. Was Aus auch, Respekt. Genau, was auch zu respektieren ist, das denke ich mal, wenn man auch irgendwann auch dazu kommt, Wrestlemania 21, da werden wir es auch mal denke ich mal ein bisschen aufgreifen. Ähm, da sieht man auch schon, dass der Taker auch, ja. Wie viel Respekt der auch verdient hat, einfach der Taker, dass er auch die Streak für jüngere Leute geben kann. Okay, Kurt Engel war jetzt nicht ein Youngster, aber allein schon für ihn in die Streak <laughs> zu gehen, damit er einfach diesen Moment gekriegt, das zeigt auch einfach, dass er nicht nur einfach äh, Siege will, dass er auch große Momente haben will. Dass auch die Leute sich an ihn erinnern, quasi an so großartigen Matches. Und das hat er zum Glück später bei WrestleMania 25 bekommen, äh, mit Shawn Michaels. Das freut mich auf jeden Fall sehr für ihn. Kurt Engel, ja, hat hier auch einen Klassiker gehabt mit diesem 10-minütigen Match. Hätte es auf jeden Fall mehr gegeben, hätte ich wahrscheinlich ein oder das andere Match gestrichen oder weniger Zeit gegeben. Ähm, dann wäre es vielleicht auch noch ein richtig gutes Match. Das Match hat dreieinhalb gegeben. Ich würde vier Sterne geben. Ja. Ja, Pillow Fight Gut, hat kein. Main Event. Äh, ja, Pillow Fight hat keine ähm, Sternewertung gekriegt. Hat es auch nicht verdient. Gut, dann, wie du Drunk, gesagt hast. Cena gegen Triple H. Ja, WrestleMania 22 Main Event kann man ja sagen. Champion war natürlich John Cena und der Herausforderer war Triple H und ja, hat auch einen besonderen Theme gehabt oder einen besonderen Entrance gehabt. Beide. Stimmt, beide. Ja, genau, richtig. John Cena kam da? ja mit äh mit seiner Mafioso-Dingenskirschen raus, ähm, wurde äh, quasi zum Ring, oder beziehungsweise es kamen ja so Mafiosis raus, die sind im Auto zum Ring gefahren, war auch CM Punk übrigens dabei mhm. ähm, in seiner Heimatstadt Chicago, hat eine Tommy Gun gehabt, stand auf der Karre und dann kam John Cena dazu raus, hat einen stinknormalen Entrance quasi gemacht, aber halt mit den Mafiosis davor. Und Triple H kam als King of Kings raus mit diesem, mit äh, auf einem Thron quasi und Absolut großartig. Der Kerl ist einfach der Hammer. Chip Lake ist göttlich. <laughs> ähm, und ja, das Match war dann sehr, sehr gut, fand ich. Ähm, auch so vier Sterne oder so wird ich bestimmt geben. Ähm, es war halt einfach, es war jetzt nicht großartig, ich sag mal storytechnisch was in dem Match, aber es war halt einfach zwei gute Wrestler gegeneinander und es kam halt ein gutes Match bei raus. Ein sehr gutes Match. Und es war halt zum Ende hin gerade ziemlich dramatisch, weil man nicht wusste, wer gewinnt jetzt hier. Und übrigens, damals war ich schon für Triple H. Okay, selbst the als the Kind wusste ich schon, dass John Cena eine Fotze ist. <laughs> okay, äh, ja, gut. Äh, ja, als ich angefangen habe, war ich doch noch John Cena-Fan. Ähm, ja, ich war für den. In dem Match glaube ich, keine Ahnung. Ich mochte beide und deshalb war es mir irgendwo egal, wer gewinnt. Sag es mal so. Damals noch und heute. Weil ich immer noch nicht für wen ich sein sollte. <laughs> Weil ich irgendwie, keine Ahnung. Äh, beide hatten. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist egal. Auf jeden Fall, ich fand das Match jetzt nicht sehr gut. Ich fand es gut. Ja. Also vier Sterne würde ich dieses Match nicht geben persönlich. Also dafür fand ich, ah, ah, ah. also mir hat das nicht ganz getaugt dieses Match muss ich sagen. Also es war jetzt nicht komplett Scheiße, so war es jetzt nicht, ähm, aber es, es ging. Also es war jetzt in Ordnung, ähm, bis gut. Also so würde ich, also ich würde zwischen dreieinhalb bis vier ungefähr. Also Drei, drei Viertel, glaube ich, würde ich geben. Ich weiß nicht, was Melz gegeben hat. Drei, drei Viertel, ah, da kann ich ja zustimmen. <laughs> äh, ja, die Finishphase war auf jeden Fall interessant. Kann ich auch so zustimmen. Da wusste ich auch teilweise nicht, wer gewinnen sollte. Das hat man gut spannend gestaltet. Äh, letztendlich hat. Ja, Triple H im SDFU damals noch. Also, der Unterschied zum SDF, zu SDFU ist, SDFU wurde an im Hals gepackt. Und der SDF wird jetzt eher so im Kopf gemacht. Großer Unterschied auf jeden Fall. Und Triple H tappt tatsächlich gegen John Cena, nachdem Triple H schon mal bei 20 getappt hat. Tappt er nun bei 22 und hat auch schon bei 27 schon mal getappt. Also zum dritten da soll jemand sagen: Triple H bringt keine Leute over. <lacht> <lacht> ja. Geht an dich, Jonas. <laughs> Okay, äh, Jonas kann sich ruhig mal melden. ne? Äh, ich glaube, da wird eine Battle Diskussion erregen. Genau, Battle of E oder Battle of. Okay, doch, Battle of E, lass mir die stehen. Ich wollte irgendwie einen Namen finden. Battle of ATTE. AATE. Genau, zwischen äh, äh, Misha und Jonas, wo, wo ich bringt Triple H Leute over, bringt John Cena Leute over und bringt ja, Brock Lesnar Leute. Auf. John Cena sowieso nicht. Genau, okay. Der wird nur Cena. gerne overgebracht. Das stimmt. Aber Triple H auf jeden Fall, ja, bringt natürlich Leute over, hat das natürlich jetzt in der Vergangenheit gemacht. Also das muss man auch schon sagen. Auch wenn Triple H ein Riesen Egoist war, finde ich persönlich, in manchen Situationen, wo man gemerkt hat, er muss es tun, hat er es getan. WrestleMania 20. Maschiester, Randy Orton, John Cena, Daniel Bryan, Shield. Ja, also er hat es schon getan. Wofür ich ihn auf jeden Fall respektiere, aber manchmal, ja, die Einstellung ist nicht super. Aber ich muss sagen, ich mag Triple H mittlerweile, gerade was halt bei NXT ableistet, ist natürlich Wahnsinn und kann ich einfach nur viel Respekt zollen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, aber Triple H ist jetzt nicht unter meinen Favorites. Das würde ich zumindest jetzt nicht sagen. Genau. Ja, äh, so viel zum das Main war Event. WrestleMania. Genau, das war WrestleMania und ich würde mal sagen, Gehen nun zum Fazit dieser, ja für dich, besonderen WrestleMania. Diese Review geht auch mittlerweile schon knapp 45 Minuten, also ganz schön lang auf jeden Fall. Ähm, ja, würde ich mal sagen, match ähm, Würde ich wahrscheinlich so 8 von 10 geben. Insgesamt hat mir die Qualität recht gut gefallen, aber es gab halt auch... Äh, absolute Schnarchmatches wie der Pillow-Fight oder halt Bogeyman gegen Bukati und Chamel. Aber ansonsten und mit. Anna Taker gegen Mark Henry. Aber ansonsten waren die Matches eigentlich relativ solide bis sehr gut. Ja, also ich gebe auch 8 Punkte. Ähm, waren gute Matches. Mich hat halt der Main Event nicht so ganz gecatcht. Dafür fand ich zum Beispiel jetzt Taker gegen Mark Henry ein bisschen besser. Bei den anderen Matches sind wir fast immer einer Meinung gewesen. Deshalb würde ich auch 8 von 10 geben. Dann zu Crowd. Crowd war ziemlich gut. Hat äh, für die Stimmung gemacht, für diese hätte Stimmung machen sollen. Beziehungsweise im Main Event waren sie sogar für Triple H, was ich abgefeiert habe. Göttliche Crowd. Ja, ähm, und gegen Chicago John Cena. halt. Und gegen John Cena. Und ja, war eine, war eine gute Crowd. Acht, ja, ja acht von zehn. Ähm, ja, die Crowd fand ich ziemlich gut. Also, waren eine sehr, sehr gute Crowd, deshalb würde ich 9 von 10 geben. Ähm, sie war halt da, wo sie Stimmung, sie haben Stimmung gegeben, was sehr, sehr wichtig ist. Waren halt da und haben eigentlich wenig Scheiße gechandelt. Dann zu Promos. Ähm, gab's nicht riesig viel, aber was ich gesehen habe, war sehr, sehr gut. Also, zu Adrian McFoley, das Promo-Video war geil, äh zum Michaels gegen Vince McMahon, das war richtig gut. Zum World Title Match, das war richtig gut. Zum WWE-Titel war richtig gut. Also gebe ich ja auch mal 8 von 10. Hm, ja, kann ich mitgehen. Also, ich fand die promo ist auch gut. Und hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Bin ich auch zufrieden damit. Da würde ich mal sagen, gehen wir zum. Oder gehen wir zur eigenen Meinung. Für mich 10 von 10. Ähm, eine der besten WrestleManians aller Zeiten für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mm, ja, kann ich nicht mitgehen natürlich. Also ich, ich kann da nicht mitgehen. Es, es ist für mich schwierig, glaube ich. 8 bis 9. Würde ich gehen. Also das auf jeden Fall auf einen guten Bereich. Ich sogar Ich gehe in die Mitte 8,5 gebe ich mal. Dann haben wir einfach eine Mitte. 8,5 von 10 gebe ich. Ähm, war ein guter Pay-Per-View. Würde ich jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich aller, einer der besten aller Zeiten ich denke, wir werden noch einige WrestleMania besprechen, die gut waren. Also, ich sag mal, ähm, in der Top 5 ist es jetzt auch nicht, aber in der Top 10 auf jeden Fall. Da müsste ich mir noch mal ein bisschen Gedanken machen, glaube ich. Ähm, also, Top 5 bei mir, glaube ich, auch noch nicht. Top 10 weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall war es eine gute WrestleMania. Also, kann man sich auf jeden Fall geben. Ähm, auf jeden Fall für uns empfehlenswert und wie gesagt, für mich ja eine besondere Bedeutung. Ja. Gut, da würde ich mal sagen, hören wir uns dann eventuell bei der nächsten Classic Review, eventuell bei der nächsten Review, mal sehen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal halt rein und ciao. Ciao.